Einen schönen guten Morgen. Es ist jetzt 4:15 und wir fahren jetzt gleich zum Flughafen auf den Weg zur Vivarium. Hey Leute, willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der Vivarium in Holland und ja, zeigen wir euch mal so ein bisschen die Messe. Kolle ist auch mit dabei, was sagst du zur Messe? Ist jetzt noch nichts, noch nicht offen. So, wir sind jetzt hier noch vor Öffnung, bevor der Besucheransturm hier losgeht. Und hier, die Polen sind schon am Start hier. The Polish guys! Hey! Hey! Hey, hey, hey! What is this? It's not the exactly it's size. It's custom made. No, shame on you. Shame on you. No shame. Hello. What are you doing? I am cleaning the bucket. Ah. Tja, wir laufen erstmal. Wollen wir mal kurz hochlaufen? Ja. Ein Überblick von oben von der Halle. Oh, das ist aber noch nicht ganz klar. Das ist ja auch gut aus. Searching for the rabbit in the hole. Good morning! Good morning! So, jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal von oben an. Ah, Mist, wir kommen gar nicht an das Geländer dran. Ah. Doch, da hinten. Hm? Ja. Ist da auch eine Ausstellung? Da ist das Kinderskaten. So sieht die ganze Sache von oben aus. Da hinten ist unser Stand. Ja, und wir gehen jetzt mal eine Runde und ja, dann geht's auch schon los. Ich glaube, das Chamäleon hat Hunger. Ja. Hallo. Oh, nice. Ah, ich glaube, ich habe eine neue Idee für Scalper's Lodge. Cooler Fotospot da hinten. Ja. Krabbe, krabbe. Ja, ja, oh, Döner? Ja. Döner hier. How are you? Man merkt, dass Herbst wird, ne? Ja. Das Laub liegt hier schon rum. Wieder mal Eichenlaub. Mein Pferd steht so. Kampffische hier am Start. Weißt du, was das ist? Das sind Garnelenhüllen. Die Messe ist ein bisschen größer als die in Dortmund. Ja. Schöne Paludarien.
Ich glaube, das ist jetzt erstmal ein kleiner Rundgang gewesen. Ja, wir werden nachher nochmal ein bisschen mehr filmen, oder? Also Nicole wird wahrscheinlich nachher mal die Kamera in die Hand gedrückt bekommen und wird ein bisschen filmen. Und ja, jetzt geht's gleich los. Gleich gehen die Tore auf. Warum ist es offen und ja, wir gehen jetzt schon mal zum Stand von Aquaflora erstmal wieder. So, George und Nicole machen hier gerade Mabikusa, dein erstes, ja, deine Salatschüsse. Meins auch, mein erstes. Dein auch dein erstes? Mein allererstes. Sieht man. Nee, da oben hält es nicht, müsst ihr schon da hinten dran machen. Ja, du machst es schon. Nee, nicht so. Ich hab keine Ahnung. Doch, kannst du machen. Von Felipe geklaut. So, fertig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben fürs allererste Mal? Hast du gut gemacht. So, jetzt werden die gleich die, den VIPs, die Amateure zugeteilt, die Helfer zugeteilt. Ich würde sagen, Nicole filmt das Ganze. Die Dame hinter der Kamera. Und du filmst dann nachher auch vom Contest ein bisschen, ne? Du filmst nachher dein Contest dann auch ein bisschen. Also, neue Kamerafrau. Heeft
al 2 dagen is hij aan het tekenen. Dus ik denk dat hij heel goed in zijn hoofd heeft wat hij met jullie wil gaan maken. En degene die met hem mogen skaten zijn echt bofkonten, want ja, dat gebeurt niet heel vaak. Naast Dave. Teresa. Sorry hoor, jongens. Naast Dave staat, ik denk, de beste vrouw wereldwijd als je naar de wedstrijden kijkt. Teresa Lazar uit de Oekraïne. Teresa heeft een beetje verlegen met Engels praten. Ze is nog maar 3 maanden aan het leren. En ik denk dat ze best wel heel veel begrijpt. Maar praten is een beetje verlegen. Dus helpen jullie haar een beetje. En met elkaar komen we er denk ik wel uit. En dan, helemaal links, daar staat onze eigen topper. Philippe Olivier. Ik zal een heel klein beetje vertellen hoe het in zijn werk gaat. De 6 tips bepalen wat voor skate het wordt, maar het wordt met z'n 3 gemaakt. Dus iedereen draagt zijn eigen steentje bij aan het eindresultaat. Dus ik zou zeggen, heel veel succes allemaal, heel veel plezier en zet hem op. Ik kan niet wachten om het eindresultaat te zien. Ik kom terug op de vraag, hoe gaan we de team samenstellen? Nou, ik heb een mooie tutorial-tip waar je 6 namen van het begin van aangeschreven ziet. Het is heel simpel, ik ga gewoon de professional langs, die trekt een loodje en die leest voor wie erop staat. Dan, ladies first. Sergio! Oh, Sergio! Lucky! Zijn naam is dat van Sascha? En je hebt de pronouns correct weer. Je hebt het dus even mee. Hallo Ida. Howling! Thank you.
So, typischer Abendprogramm hier von, von der Messe. Oh, it's almost full. Oh. It's almost full. We need space. Yeah. Ja, das ganz normale Abendprogramm hier bei der Messe. JP! Hello! Chappy! So, wir machen jetzt mal Feierabend, würde ich sagen. Und tschüss, bis dann. So, jetzt haben wir einmal hier alle Contestbecken am zweiten Tag. Yes, Sascha. Hm? Yeah. Das ist das Becken von Romy. Hier ist meins. Schön klar geworden über Nacht. Geht's weiter zu Balbi. Auch schön klar. Das ist das Becken von Dave Chow. Ja, ist gut. Ich hätte. Hey, Jägermeister! Jägermeister. Das war ein kleiner Insider gerade. Man hört vielleicht an meiner Stimme noch ein bisschen. Theresa? Und dann haben wir hier noch Philippe. Philippe! Hallo! What is going on? Nothing! Nothing! Benjamin! Yes? You are a very strong guy. Yes. Can you give me a hand on that one? Yes, maybe on the middle. So, und jetzt kann das Publikum voten, wer hier halt gewinnt. Erster hat die Lostrommel hier. Okay. Ja, ihr könnt ja online abstimmen und in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist.